Okay, wir spielen Wetten und der Verlierer ist für einen Tag der Diener vom Gewinner. Aber die Wahrscheinlichkeit, bei einer Aufgabe gegen eine Robotereinheit zu gewinnen, liegt bei 0,00001%. Wirklich? Na, ich wette, dass du nicht schneller als ich das Alphabet sagen kannst. Wette angenommen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, das Alphabet. Frage wird neu berechnet. Trick durchschaut. Versagen anerkannt. Tja, Mann, du hast verloren. Schalte Festplatte auf Sklavenmodus. Erwarte Befehle. Was soll denn das? Ich lasse Gerechtigkeit walten. Was hat wie ein Psycho Löcher in der Tube zu pieksen mit Gerechtigkeit zu tun? So, was denkst du, Darwin? Was ist darauf die passende Reaktion? Die andere Wange hinhalten? Was bedeutet, ich tu das? Die Emotion, die du jetzt fühlst, das ist dein Durst nach Gerechtigkeit. Nun lösche ihn! Aber was, wenn ich dir Liebe statt Hass anbiete? Oh ja, das ist schöner. Das ist aber nicht gerecht! Das ist Gerechtigkeit! Das ist Gerechtigkeit! Das ist Gerechtigkeit! Danke für den Kleber. So nett. Ich bastle Ihnen eine Karte, um unsere Freundschaft zu besiegeln. Hey, na, das nenne ich mal eine klebrige Situation. Upsi. Darwins Hausaufgaben. Wow, dabei hänge ich gar nicht an Hausaufgaben. Da bewahrheitet er sich wieder. Mitgefangen, mitgehangen. Nun nehme ich sogar Verbindung zu mir selbst auf. Vielleicht hilft es, wenn wir beide uns mal richtig kennenlernen. Wie denn? Jeder erzählt dem anderen einfach sein peinlichstes Geheimnis, hier und jetzt. Danach werden wir uns bestimmt viel wohler miteinander fühlen. Na, ich weiß nicht. Ich fang an. Ich hab so einen komischen Nagel an meiner Schwanzspitze. Hier. Komm schon, jetzt lass mich nicht hängen. Na gut. Ich trage heimlich eine Perücke. Und zwar, um das hier zu verstecken. Ich war bei der Geburt mit meinen Brüdern verwachsen. Die andere Narbe ist nicht so auffällig. Keine Angst, ich habe echt kein Foto gemacht. Sondern ein Video. Es tut mir leid, dass ich dich knacken wollte. Ich hätte wissen müssen, dass das nicht geht. Aber ich habe eine Menge über mich gelernt. Hauptsächlich, dass ich ganz schrecklich bin und du viel besser bist als ich. Also ich danke dir dafür. Das Wichtigste ist, dass du dir selbst treu bleibst. Kannst du bitte aufhören, dieses Geräusch zu machen? Was? Dieses Quietschen, das ist furchtbar! Wirklich? Das verstehe ich gar nicht, du meinst das? Hör auf, du Idiot! Ja, endlich bist du ganz unten auf meinem Niveau. Ich wusste, dass ich dich knacken kann. Oh, ich fühle mich so viel besser. Das muss ich David erzählen. Hauptsache, du bist glücklich, mein Freund. Na, das ist die lustigste Idee aller Zeiten! Hey, süßer Feger. Ist das jetzt ein Schock für dich? Aber ich spüre eine große Energie in dir. Wow. Aber ich spüre eine große Energie in dir. Wow. Und wären wir zusammen? Würden wir Funken sprühen? Es wäre mit Sicherheit. Elektrisch. Wow. Noch nie hat jemand so poetische Sachen zu mir gesagt. Ich rede nicht mit dir, sondern mit dem Sicherungskasten. Es tut mir leid, ich konnte einfach nicht anders. Du hast die ganze Zeit von diesem Elektrokram gequatscht. Dann habe ich den Sicherungskasten gesehen. Platt? Nein. Ist das ein winziges Sandwich? Nein. Sieht aus wie ein gelbes Auge, aber zu. Nö, es ist mein Hintern. Bitte, kann das jemand aus meinem Hirn löschen? Jetzt ist alles ruiniert. Die Natur ist ruiniert. Die Liebe ist ruiniert. Die Kunst ist ruiniert. Sogar Miss Simeon ist ruiniert. Jetzt mal alle aufpassen! Robert, Jamie und Tina machten ein Picknick. Sie wussten, es würde ihr letztes gemeinsames Mahl sein. Seid nicht so traurig. Wir hatten eine wundervolle Zeit. Komm, wir essen, Bobert, sagte Tina. Warte, sollte vor Bobert nicht ein Komma stehen? Was macht das für einen Unterschied?
Penny sagte zu Joe, es ist vorbei. Und sein Magen verknotete sich, während er weinte. Der Hotdog-Typ und Claire hatten Tränen in den Augen. Wir brauchen Abstand, sagte Claire. Sehe ich auch, so antwortete er. Es tut mir leid, aber das geht zu schnell für mich. Es tut mir leid, aber das geht zu schnell für mich. Wow, dieses Vögelchen ist außer Kontrolle. Oh, wer hätte gedacht? Und dann sagte Yuki, es tut mir leid, aber es geht zu schnell für mich. Was? Meint ihr, man kann einfach drei Leute einsperren, sie unter Druck setzen, dass sie weiter geniale Ideen haben? Irgendwann fangen sie an, Material wieder zu verwenden. Aufwachen! Sie haben die Treppe geschafft! Wir haben alles nur noch schlimmer gemacht! Und hier ist echt nur noch Platz für einen Satz. Ah! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Ich liebe dich, Sarah. Und ich auch. Ohne langes Federlesen. Was zum Henker? Wie hast du das gemacht? Gumball und Darwin küssen Sarah, aber eigentlich spielte das keine Rolle mehr, denn es war alles nur Fanfiction. Ha, geniale Idee. Aber welche Rolle spielte unser Kuss bei deinem Plan? Na, gar keine. Alles im Lot. Ach ja? Wie denn? Als erstes war ich bei deinen Freunden und sie fanden alle, dass ihr jetzt zusammenhalten müsst, da ich den Bikern im Namen eurer Gang den Krieg erklärt habe. Was? Oh. Warte, was? Den Bikern? Ja, und dann habe ich das mit deiner Freundin geklärt. Ihr werdet am Samstag heiraten. Ja! Oh, und das mit der Polizei konnte ich auch regeln. Oh, indem du mein Leben noch mehr ruiniert hast? Nein, es war nur das Leben deines Vaters. Ich sagte ihnen, es war Julius Oppenheimer Senior, der ins Schwimmbad einbrechen wollte. Waren die Coupons etwa ungültig? Was? Mein Dad wurde verhaftet? Meine Mom flippt total aus, wenn sie davon erfährt. Wird sie nicht, denn sie wurde abgeschoben. Was? Wieso? Ich habe ihren Pass gegen einen aus Witzenburgistan ausgetauscht. Das ist kein echtes Land. Daher wird sie über unbekannten Gewässern abgeworfen. Etwa genau jetzt. Einen guten Flug noch. Du hast alles noch schlimmer gemacht. Was? Das war nur ein Scherz. Hä? Nichts davon ist passiert? Nein. Wer ist jetzt leicht zu manipulieren? Und keine Sorge, mit der Gang und deiner Freundin ist alles gut. Oh. Tja, das heißt dann wohl, wenn man jemanden lang genug mobbt, geht das irgendwann so gewaltig nach hinten los, dass man eine wertvolle Lektion fürs Leben lernt. Die da wäre? Ich muss jetzt sogar noch mehr Leute mobben für ein paar extra Lektionen. Was? Nein, die Lektion ist... Oh, das war auch nur ein Scherz von dir. Hör zu, Mann, es tut mir leid, du bist kein Naivling. Und du hast recht, die Welt braucht mehr Freunde, nicht mehr Mobber. Darauf einen Drücker? Ja, solange wir uns nicht küssen. Oh, aber was ist mit meinen Eltern? Sind sie noch böse auf mich? Nicht, nachdem sie deinen Kuchen bekommen haben. Was? Mhm, der mit der Entschuldigung aus Wunderkerzen. Oh, danke, Kumpel. Gut gemacht, Kleiner, das hast du... Halt, sagtest du Kuchen mit Wunder... Hey, Darwin, guck dir das an. Bobat, teile bitte durch Null. Das ist das Problem. Jeder andere Junge, normal oder nicht, hätte seine Grenzen, aber ein Roboter hat keine. Es ist unfair, ihm das anzutun. Warum bist du so unlocker bei dieser Sache? Keiner außer dir scheint ein Problem zu haben. Na klar, weil kein anderer hier ist. Oh, wo sind die denn bloß? Wenn ich dir zeigen soll, wie man ehrlich ist, mache ich das. Aber du musst schwören, alles zu tun, was ich dir sage. Und zwar ohne Fragen zu stellen. Ich schwöre es. Ich will, dass du läufst wie ein Hund mit Jucken im Po. Ich hätte nicht schwören sollen. Hallöle. Gumball, ich glaube, ich verstehe jetzt sogar den Sinn dieser Übung. Ich soll meine Hemmungen ablegen, indem du mir das bisschen Würde nimmst, das ich hatte. Nein, falsch. Ich wollte dich nur veräppeln. Was? Was wirklich nötig, mich so durch den Sandkasten gehen zu lassen. Entschuldigung.